Hallo, hier meldet sich Heinrich Lienhardt mit einer neuen Viertelstunde. Das ist die Videoserie, bei der wir euch ein neues Spiel in einer Zusammenfassung so mehr oder weniger gut erklären. Und die dauert ziemlich genau 15 Minuten. Oder man ist Gamers Global Abonnent, dann kann man natürlich auch das Ganze länger genießen. Dann könnt ihr unseren deutlich erweiterten Director's Cut sehen. Nur mal so als unauffälliger Hinweis. Heute haben wir ein wirklich reizendes Spiel und auf das ich auch wirklich neugierig war, denn nach vielen, vielen Jahren gibt es mal wieder ein neues King's Quest Spiel. Das war ja die Abenteuerreihe, mit der Sierra so richtig dann aufgestiegen ist zur Adventure Großmacht. Viele Jahre sind vergangen, nicht nur im Königreich Daventry, sondern auch auf Erden. Und es gibt ja auch das Sierra-Label wieder. Das gehört jetzt irgendwie alles Activision und hat eigentlich mit den alten Leuten nichts mehr zu tun. Wurde auch ein neues Entwicklerteam an den King's Quest Reboot rangelassen, damit das so frisch und knackig wird. Das wird ein Episoden-Release und der erste Teil ist jetzt draußen. Und im nächsten Viertelstündchen wollen wir uns mal anschauen, was den Jungs zu dem Thema eingefallen ist. Ja, es war einmal vor langer Zeit, da war das so ähnlich auch im allerersten King's Quest eine Aufgabe für den Königsanwärter Graham. Der sollte nämlich unter anderem einen magischen Spiegel besorgen. Und ja, also ich würde sagen, beim Reboot von King's Quest sieht das doch ein bisschen anders aus und steuert sich auch ein wenig anders. Vor allen Dingen hier in dieser Fluchtsequenz, also mit den alten Texteingabe Adventures hat das nichts mehr zu tun. Wir sind hier so kurz vorm Ende des Prologs, wo man auch mal ganz schnell, nicht schnell genug, auch mal auf irgendwie Sachen schießen muss. Also der Lara Croft Gedächtnispreis sozusagen. Und schauen wir mal, also im zweiten Anlauf geht das sicher ganz super. Die Seile muss ich nämlich treffen, genau. Und ja, also man denkt zum ersten Moment, mal, bin ich hier im falschen Film oder im falschen Spiel, aber keine Sorge, es ist jetzt kein reines Action-Adventure geworden. Wie wir dann gleich noch sehen werden, gibt es auch schon noch richtige Puzzles und Adventure-Elemente, so mehr im klassischen Stil, aber die Bedienung ist auf jeden Fall moderner und unter anderem auch mit Quicktime-Events, naja. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Meine Hände zitterten und ich konnte das Seil kaum greifen. Aber mit letzter Kraft kletterte ich aus dem Brunnen und machte mich auf den Rückweg zum Schloss. Seit der Zauberspiegel wieder. Und das ist sowas von herzig. Also der Prolog ist zu Ende und jetzt sehen wir die beiden Erzähler der Rahmenhandlung. Es ist nämlich der Opa Graham, wie er also alt und grau geworden ist und seine Enkeltochter mehr oder weniger gut unterhält mit den Storys aus der guten alten Zeit. Und das ist eine sehr charmante Idee, die uns in die Handlung hier wieder einführt und dann auch gleich in das eigentliche Hauptspiel überleitet. Denn wir erleben den jungen Graham quasi noch vor den Ereignissen des ersten King's Quest, wie er nämlich ein junger Ritteranwärter im Königreich Daventry mal war. Zurück zum Drachen. Sag mir alles. Wie wusstest du, dass ihn ein Schuss auf die Glocke ablenkt? So, und wir sind zurück beim Bäcker, denn ich habe jetzt wieder eine Münze gekriegt und die brauche ich ja noch, um den Riesenkuchen zu bezahlen. Und hier auch das Inventar, da passen auch mehr als 5 Gegenstände rein, weil wenn man nämlich mehr als 5 hat, dann scrollt das. Und das einfach hier aussuchen, mein einziges Geld benutzen. Danke für deine Kunst. Mit dem Konditor, nicht Bäcker, nicht schon wieder hier. Oh. Glück beim Turnier. Okay. Passt alles rein in den Umhang, genau. Sehr gut, das Cape. So, und ich weiß auch schon, wer der Abnehmer für diesen Gegenstand ist. Das werden wir jetzt nicht selber futtern, sondern es gibt da einen ganz lustigen Charakter. Der lässt uns nur vorbei, wenn er was Süßes kriegt. Und ich glaube, der Kuchen, das ist genau seine Kragenweite im wahrsten Sinne des Wortes. Und war das jetzt der kürzeste Weg?
Und was ich auch nochmal sagen muss, also man läuft durchaus ein bisschen. Es gibt auch jetzt keine Karte im Spiel. Es ist jetzt auch nicht so, richtig, das ist die Abkürzung. Es ist auch jetzt nicht so gigantisch groß, aber groß genug. Also so Laufwege und muss ich schon so ein bisschen merken, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Das frage ich mich aber schon gerade, ist das das, wo ich hin wollte? Oder schauen wir mal, da geht es zur Schwebeinsel. Ist da oben der? Nein, da ist er nicht. Oh, da kam ich her. So viel zu dem Thema. Da ist eine Höhle und da fehlt mir eine Lampe. Aber was ja auch sehr niedlich ist, okay, gehen wir mal in die dunkle Höhle rein, ohne Lampe. Na, also... Im Dunkeln weiterzugehen erschien mir... Kommt noch eine kleine Warnung. Und wir wissen ja noch, die klassischen King's Quest-Spiele zeichneten sich ja auch dadurch aus, dass sie nicht immer ganz fair waren. Gab es dann doch etwas überraschende Todesarten. Und hier ist es wesentlich netter. Also zum einen kriege ich eine Warnung. Jetzt gehe ich dann doch in die dunkle Höhle rein. Eine dunkle Höhle voller Wetzelwölfe spaziert? Lass mich nachdenken. Nein, so hohl war ich nicht. So hohl war ich dann doch nicht. Also die Rahmenhandlung kommentiert das und da muss man einfach nur fortsetzen drücken und schwupp ist man zurückgesetzt, muss also jetzt nicht manuell einen Spielstand laden, den man vielleicht gar nicht hat. Es gibt ja nur automatisches Speichern. Also manuelle Spielstände kann ich gar nicht verschiedene jetzt anlegen, aber das braucht es auch nicht. Und das fand ich jetzt sehr charmant, wie also... doch ein bisschen selbstironisch da, so dieses dauernde Sterben in den alten King's Quests aufgegriffen wird, aber zugleich der ganze moderne Spielkomfort nach dem Motto, man muss sich nicht ärgern. Ich muss mich höchstens jetzt ärgern, weil ich jetzt da den Weg zu meinem Kuchenesser nicht finde. Ah, Moment mal, vielleicht mache ich dann da lang oder hier, wo ist das Navi, wenn man es braucht. Ha, du siehst mir aus, als hättest du einen ordentlichen Appetit. Also der Brückentroll. Kannst du mich irgendwie passieren lassen? Und den hatte ich vorher schon mal angesprochen. Und hier kriegt Graham nochmal den Hinweis, etwas Süßes bringen. Und deswegen war ich ja so scharf drauf, diesen Kuchen gebacken zu kriegen. Ich dachte, das kriege ich nie gebacken, aber nachdem ich die Goldmütze hatte und die Zutaten vor und so weiter und so fort. Also, und das machen wir so. Also wir gucken auf den Troll, dann rufen wir das Inventar auf und wählen den riesigen Kuchen. Oh, der zärtliche Blick. Das ist ja schon witzig. Und runter damit. Danke für den kurzen Mangel an Konversation. Olfi war eindeutig unterzuckert. Olfi, der Troll. Lässt sich diesen Namen einfallen, ist ja echt niedlich. Ein schnellfüßiger Pfau war allerdings schon beim schnaufenden Snarlax. Oh, fast vergessen. Gänselein, für deine Güte möchte Olfi dir das hier schenken. Wenn du mich brauchst, damit kann ich ja dann vielleicht diese kaputten Hörner benutzen und dann wieder mehr Zugänge öffnen. Ah, siehst du mal, wir machen Fortschritte. Das ist doch gut. Es ist fast Zeit für die Croissant. Das ist Zahnweißtrank. Glänzende Aussichten. Sieh her. Der Trank, der alles weiß macht. Oh, das ist sehr interessant. Feinheiten fehlen noch. Jetzt doch sicher auch ein Puzzle, wofür ich das gebrauchen kann. Froschodem-Elixier. Das haben wir gerade nicht zur Hand, aber das lässt sich sicher irgendwo beschaffen. Es ist scheinbar aus. Du hast es wieder ausgetrunken, oder? Aber Muriel, mein Blutzucker. Oh, das sind ja Frösche. Wie war das mit dem Frosch für den einen Trank? Kann ich so schwierig sein? Oder muss ich mich da anschleichen? Nö. Ja, ihr seid alle ganz brav und hüpft. Alle weg bis auf einen. Okay, und jetzt bin ich nah genug ran. Das hier rechts unten. Ne? Schön immer aufpassen auf die Icons, weil es flimmert nichts. Also benutzbare Objekte werden sonst nicht hervorgehoben in der Spielwelt. Aber ne, wenn ich hier an was nah genug rankomme, dann plupp, kommt also ein Benutzen-Icon in diesem Fall und dann muss ich halt nur meine Taste drücken und auch der nächste Versuch schlug den Frosch nicht ergreifen. Aber Moment mal, was habe ich denn im Inventar? Das können wir uns ja auch mal angucken, sehr übersichtlich alles. Der Obstpflücker.
Kleine Glocke wird mir nichts helfen, aber warum nicht den Obstpflücker? Mal, wie geht das? Nee. Ja, da ist er, der Drache, und wir brauchen ja das Auge eines Ungeheuers für unsere Ritteraufnahme-Quest. Und hier, nachdem wir noch in einigen Puzzles bereits kooperiert haben mit dem Kollegen, ist ja eine Entscheidung gefragt. Und ich sage mal, nee, das können wir auch weniger gewalttätig lösen. Ich hoffe, wir können es weniger gewalttätig lösen, indem wir nicht einfach so da ins Auge reinschießen. Oh, muss ich da was machen? Okay, das ist jetzt natürlich auch eine Methode. Der war nicht wirklich wichtig für die weitere Handlung, oder? Der andere Ritter. Das war jetzt natürlich unangenehm. Fragt man sich halt, was wäre jetzt gewesen, wenn ich gesagt hätte, ja, schieß direkt auf den Drachen. Wie wäre es denn dann ausgegangen? Wäre er sicher auch gefressen worden. Muss man jetzt nicht traurig sein, Graham, das ist schon okay. Das, ja, aber dem Drachen geht's gut. Das ist ja auch was Schönes. Das hab ich nicht gesehen. Also, das ist jetzt sehr ärgerlich und vielleicht ist er ja nur verletzt, hat es nur eine Fleischwunde. Nee, ich glaube, der Drache, der hat er schon. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen herzzerreißend, weil wir hatten eine ganze Reihe von kleinen Puzzles zusammen mit dem anderen Ritter gelöst. Das war eigentlich ein ganz netter, auch so Fremdsprachen-Probleme haben wir überwunden. Wo willst du hin? Ich gehe heim, wo ich hingehöre. Man versprach mir Wunder und Abenteuer und spektakuläre schwebende Inseln. Stattdessen fand ich ein Daventry, das nie so sein wird, wie es früher mal war. Ja, diesen Trick mit dem Seile verschießen, den können wir auch erst seit kurzem. Da musste man nämlich vorher eine andere Sequenz absolvieren, aber jetzt klappt das ganz gut und da war ich natürlich jetzt noch nicht gewesen. Und dann gucken wir doch mal, wo der Weg hinführt. Also, ich habe ja genug Aufgaben zu erledigen, wo wir alle möglichen Gegenstände verfehlen. Ups. Es gibt ja die Hardcore-Shooter-Fraktion, die sich jetzt wahrscheinlich schon seit Minuten sagt, hört man doch auf mit diesen Großmutter-Spielen wie King's Quest, so niedlich und Rätsel und tralala. Ach, von wegen, guck mal hier, das ist ein richtiger Hardcore-Shooter. Naja, zumindest für 2 Minuten in einer Action-Sequenz, die ich jetzt aber doch jetzt zum wiederholten Male machen muss, weil mich dann immer noch ein Kobold beißt. Also muss schon so ein bisschen hier auswendig lernen, wann welche Welle kommt. Oh, jetzt habe ich ihn getroffen. Das Speer hat mich trotzdem getroffen. Das ist ja unmöglich. Frechheit. Ja, und da war dieser riesige Felsen und ewig konnte ich ihn nicht verrücken, aber jetzt habe ich einen Auftrag für den Brösler. Und wenn das mal nicht tatsächlich, das macht was. So, und wo ist der Brösler? Nochmal benutzen, oder? Jetzt habe ich es wieder eingesammelt. Nee, das kann ja nicht sein. Vielleicht das Bild verlassen und wieder reinkommen? Mal gucken. Tatsächlich. Brösler macht sich an die Arbeit. Werde ich gut schlafen? Oh, Moment. Werde ich nicht. Ja, soweit unsere Zusammenfassung des neuen King's Quest. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich bin doch eher angenehm überrascht. Also die eine oder andere Action-Einlage und Quicktime-Events hat man hier wirklich nun gebraucht. Aber das kommt nicht allzu häufig vor. Und es überwiegt doch die Freude an der überaus charmanten Story. Also die Rahmenhandlung und auch die Dialoge, die der Graham mit den anderen Charakteren hat. Das ist alles einfach witzig, liebevoll. Die ganze Spielwelt, der Grafikstil, das fängt so den Geist von King's Quest eigentlich ganz gut ein. Das war ja immer so eine ansatzweise humorvolle Märchen- und Sagenweltaufarbeitung. Sehr schön gemacht. Ich bin also auch sehr glücklich mit der modernen Bedienung. Natürlich, Texteingaben braucht heute keiner mehr und so mit dem Inventar. Also die Puzzles waren jetzt auch nicht die kompliziertesten soweit. Hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht, sich damit zu beschäftigen und die zu lösen.
Und es macht auf jeden Fall Appetit auf die weiteren Episoden, die in dieser Reihe erscheinen sollen. Also ich denke mal, warnen sollte man vielleicht höchstens jetzt die Adventure-Profis, die also jetzt nur noch komplexeste Rätsel haben wollen und Sachen im Inventar fünfmal miteinander kombinieren, damit was Ordentliches rauskommt. Die können sich ein bisschen unterfordert fühlen. Aber so für den Gelegenheitsabenteurer oder Einsteiger im Allgemeinen ist es ein sehr empfehlenswertes Spiel. Ich sag mal, für die ganze Familie, aber im positiven Sinne. Das, sage ich mal, ist eigentlich sehr gut, schafft so ein bisschen diese Gratwanderung hinzukriegen zwischen modernen Spielelementen und so ein bisschen den Charme der alten Serie. Also das neue King's Quest, durchaus empfehlenswert, und damit beenden wir unsere heutige Videobegutachtung.